Guten Tag, meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen. Bonjour et bienvenue. Heute am Montag, den 11. Juli, gedenken wir eines großen Heiligen mit einem Lebenswerk, das unabsehbar viel Auswirkungen auf die Gestalt des Abendlands genommen hat, Benedikt von Nursia. Nursia Norcia in Umbrien, Mittelitalien. Und dass die Dinge in der Mitte halten, in der Balance des Lebendigen, das ist als ein Erbe der Antike in dieser reichhaltigen, auch spannungsvollen Persönlichkeit, die erst gebildet werden musste, auch durch Härten hindurch, Wirklichkeit geworden. Um 480 also geboren, 547 am 21. März ist er in Monte Cassino, dem Mutterkloster sozusagen zwischen Rom und Neapel, dann gestorben. Zunächst war es der Weg in die Einsamkeit nach Subiaco, südlich von Rom, in den wilden Bergen, kann man heute noch sehen. Er musste sich finden, um dort Gott zu finden und Gottes Stimme zu hören und Gottes Weisung zu beherzigen, die dann die Gestalt der Regel angenommen hat. Sicher nicht so, dass Benedikt das einfach alles selber aufgeschrieben hat, aber doch so, dass seine Impulse stark eingegangen sind. Ich mag heute nicht das Evangelium lesen, das liturgisch zum Fest gehört, sondern einfach in der Bahn bleiben, weil Sie gleich merken werden, dass dieses Evangelium von zufällig heute dem Fest den Nagel auf Benedikts Kopf trifft. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Zwölfen: Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einen von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Und es geschah, als Jesus die Unterweisung der 12 Jünger beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten zu lehren und zu predigen. Ja, eine der Kennzeichen eines Benediktinerinnenklosters, in dem der Geist des Gründers und der Geist Christi lebendig ist, ist die vornehme und keine Unterschiede der Person machende Gastfreundschaft. Wer einen von diesen Kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt Jesus. Und das hat Benedikt wörtlich genommen. Mit dem Gast kommt Christus ins Haus. Und da brauchen wir nicht die Betreiber eines oder Äbtissinnen eines Klosters sein. Da reicht eine kleine Wohnung oder was immer wir zu bieten haben. Gastfreundschaft kann jeder und jede auf jede Weise an jeder Stelle üben. Im Gast begegnet geheimnisvoll Christus. Der Herr segne Sie reich und einen wunderschönen Tag für Sie heute. Au revoir.